Was mache ich hier? Hast du mich hierher geholt? Du hast in meinen Erinnerungen gewühlt. Das wird dir kaum nützen. Aber du scheinst erstaunter als ich. Ach, war es vielleicht gar nicht deine Absicht, mich zu rufen? Vielleicht habe ich mich noch nicht an diese neuen Hoffnungen und Wünsche gewöhnt, die in mir widerhallen. Ich wäre ein Narr, wenn ich auf meine beste Waffe in diesem Kampf verzichten würde. Wir sind uns ähnlicher, als du denkst, Kriegerin der Dunkelheit. Wenn Hindernisse auftauchen, räumen wir sie aus dem Weg. Wir feilen an unseren Fähigkeiten, schärfen unsere Waffen. Wir bezwingen unsere Feinde. Und du bist meine Feindin. Du hast Lahabrea und Emet Selch vernichtet. Die rühmlichsten Streiter für die wahre Gestalt der Welt. Daher mache ich mir keine Illusionen mehr, dich für unsere Sache nutzen zu können. Du bist die größte Gefahr, die jemals zwischen dem Konvent der 14 und dem Erreichen unseres Zieles stand. Und ich bin Elidibus, der Fürsprecher. Eingesetzt, um über die Umsetzung seiner Beschlüsse zu wachen. Ich diene Zodiac und sonst niemandem. Deshalb werde ich dich nicht nur töten. Nein, ich werde dich samt deiner Seele auslöschen. Schon bald wird dich dein Schicksal einholen. Und dann ist der Weg frei für die Rettung der wahren Welt. Ach, dabei fällt mir ein.
Ich wurde Zeuge deiner letzten Begegnung mit Emet Selch. Kurz vor eurem Kampf hat er dich offenbar für jemand anderen gehalten. Was meinst du, hat es damit auf sich? Eine zweite Seele? Und in unserer Zeit wart ihr eins? Das sagt mir alles nichts. Was auch immer Emet Selch in dir gesehen hat, ich habe die Erinnerung daran verloren. Du hast Besuch? Bei einem ergiebigen Gespräch will ich natürlich nicht stören. Aber falls dein Gast mit unlauteren Absichten kommt, werde ich ihm schroff die Tür weisen. Wie kann das sein? Er ist nicht vom Licht gesegnet, aber seine Seele ist stark. Wie misslich. Keine Sorge. Ich bin noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Der Arm. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich habe mich in letzter Zeit etwas zu sehr verausgabt. Der Turm ist starken Belastungen ausgesetzt. Das zehrt natürlich auch an meinen Kräften. Aber so eine Kleinigkeit schränkt mich nicht ein. Dies habe ich auch Beck Luke versichert. Aber er hat nicht locker gelassen, bis ich eingewilligt habe, mich zu schonen. Deswegen bin ich eigentlich hier. Nicht doch. Mein Arm ist schließlich der beste Beweis, dass wir Fortschritte machen, nicht wahr? Das erinnert mich an damals, als wir meinen Sprung durch Zeit und Raum vorbereiteten. Es war ein kühnes Unterfangen, angestoßen von dem festen Glauben, dass Heldengeschichten es wert sind, erzählt zu werden. Aber vor allem lebten alle von der Hoffnung, dass es auf wundersame Weise funktionieren würde. Und was ist schon ein Abenteuer, wenn kein verrückter Plan darin vorkommt? Schlaue Leute, das muss man ihnen lassen. Sie dachten wohl, wenn der Transfer erst gelungen ist, finden wir bestimmt auch einen Weg, diese Welt zu retten. Dabei hatten sie selbst keine Ahnung wie. Sie hatten sich so viel vorgenommen, so viel erhofft. Ich muss zugeben, dass ich ihren unerschütterlichen Optimismus mehr als einmal angezweifelt habe. Aber jetzt, wenn ich auf den langen Weg zurückblicke, den wir gegangen sind, jetzt endlich sehe ich es auch. Selbst ein kleiner Erfolg stiftet Hoffnung für die großen Herausforderungen. Ihr Optimismus war der erste Schritt auf dem Weg zur Rettung. Du hast doch bestimmt Verständnis dafür, wenn jemand an die Grenzen seiner Kräfte geht. Es gibt da übrigens noch etwas, um das ich dich bitten möchte, sobald das hier alles vorbei ist. Da seid ihr ja. Ein Glück, dass ich euch gefunden habe. Ist etwas passiert? Tancred, er ist plötzlich zusammengebrochen.